meine lieben Mitnerds, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd Alert. Und wir haben natürlich wieder jede Menge Bilder und Videos zum Thema Computertechnik bekommen. Und wir beginnen mit ein paar Screenshots von Sportsfront 97. Moment, mein Käse hat ein Loch und Schnitzeldealer. Schnitzeldealer hat uns ein paar Bilder geschickt. Unter anderem das hier. Und zwar wurde das Bild folgenderweise benannt. Hier. Entschuldigung, hab mich verdrückt. Pardon, machen wir nochmal ganz richtig. So, und zwar das hier. Das soll ich in meiner Jugend sein. Erstens, meine Jugend ist mit 20 Jahren noch nicht vorbei. Und zweitens habe ich aufgrund dieses Bildes mal nochmal geguckt, habe ich beim offiziellen Bundesministerium für Alter nachgeguckt, wie ich denn in 40 Jahren aussehen würde. Da habe ich auch ein Bild rausgesucht. Moment, da muss ich ja nochmal ganz kurz rausgehen. Und da habe ich noch ein Bild gefunden. Hier habe ich eins. So. So sehe ich in 40 Jahren aus. Wurde offiziell von hochentwickelten Maschinen so errechnet. So wird das aussehen. Und dann machen wir doch mal weiter hier mit ein paar Bildern. Haben wir noch viel, viel mehr bekommen zum Thema Computertechnik. Moment. So, da haben wir hier zum Beispiel den geilsten Lüfter der Welt. Das ist doch einfach mal eine Turbine dran. Einfach mal eine Turbine an den Rechner oder einen Ventilator. Aber eine Turbine wäre auch nicht schlecht. So, natürlich hier, wenn man nicht mehr aufstehen will, wenn man beschäftigt ist, ist ja klar. Daniel, Sie haben die Position des Mauszeigers verändert. Starten Sie Windows neu, damit die Änderungen wirksam werden. Also mit so, wenn ich so ein Windows hätte, will ich niemals in meinem Leben Minesweeper spielen. So, dann natürlich, falls man keine bessere Verwendung für eine Festplatte hat, gerne mal hier so eine Nagelfeile schärfen. Und natürlich für sehr ordentliche Menschen kann man ja mehrere Papierkörbe einfach machen. Papier, Glas, Alu und Verbundstoffe, Bio und Restmüll. Dann machen wir weiter. Als Energy Drink Halter, wobei, das kennt man ja mittlerweile. Das war das erste Laptop, der erste PC zum Mitnehmen, Mobile PC. Hier nochmal im Auto. Ja, das nenne ich auch Simulation. Mittlerweile gibt es ja wirklich so komplette Karosserien, wo man sich reinsetzen kann. Findet man immer bei Elektromärkten in der Vorführabteilung. Und hier hat er sich das Kollege mal komplett selber aufgebaut. So, dann haben wir hier nochmal Pinky und der Brain. What are we going to do tonight, Brain? The same thing we do every night, Pinky. Try to update Steam. Ja, Steam von Valve war ja eigentlich das große Download-Netzwerk, was die ja damals etablieren wollten mit Half-Life 2. Hilfe und Support kann nicht geöffnet werden, da ein Systemdienst nicht ausgeführt wird. Starten Sie Hilfe und Support, um dieses Problem zu lösen. Haha! So, dann haben wir hier noch den Kollegen, der mit seinem Mikrofon da reden will, aber seine Familie kennt die moderne Technik der Zivilisation nicht und versucht, ihn gerade eine Zwangsjacke da umzulegen. Da haben wir hier nochmal, I've been captured, someone please send help. Someone please send help. Sorry, habe ich gerade verlesen. Das ist Zelda aus Ocarina of Time. Relativ früh, nachdem man die drei Kristalle gesammelt hat und dann wieder zurück zum Schloss Hyrule geht, dann kommt diese Szene, dann reitet Zelda da weg mit einer Gehilfin, von der ich den Namen vergessen habe. Du hast etwas falsch gemacht. Windows ist beleidigt. Oh. Fehler beim Lesen von Laufwerk D. Abbrechen oder abbrechen. Auch sehr gut. Ja, das spricht für sich. Das kann ich natürlich nicht richtig lesen hier. 2010, ein Jahr nachdem Google auch ins Rüstungsgeschäft eingestiegen ist, wird nun das neueste Google-Projekt vorgestellt. Der Google-Suchmaschinenpanzer. Ja, Photoshop at its best, sage ich jetzt einfach mal. Das ist meine Katze. Und falls man mal keinen Spiegel hat, sollte man so versuchen. Lieber Gott, wo bleibt unser Update? Nach 50.000 Jahren laufen wir Männer immer noch mit der Gehirnversion 1.0 herum, die bekanntlich mehrere schwere Programmfehler aufweist. Ich weiß nicht, wovon die reden. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ja, dann haben wir hier noch die Männerfernbedienung, ganz wichtig, natürlich. Ich lasse das jetzt aber mal so 5 Sekunden, lest euch das alles durch. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann sollte der Witz kapiert sein. So, Herrschaft, nach der Werbung haben wir noch viele, viele lustige Clips zum Thema Computertechnik. Eure E-Mails und eure Bilder, eure Clips, eure Videos an nerdalert.giga.de und in die Comments natürlich auch fleißig posten. Wir sehen uns gleich wieder an Ort und Stelle. Herrschaften, herzlich willkommen zurück bei Nerd Alert. Und wir haben natürlich wieder interessante Links von euch bekommen. Unter anderem, wegen unserem Thema Computertechnik heute, haben wir von einer Firma den Link bekommen. Saugeil. Ich finde, das sollte man öfter mal machen. Und zwar nennt sich diese Firma einfach Hardzock. Ja?
Nee, Hardsock heißt der Typ, der uns den Link geschickt hat. Verwechselt. Hardsock heißt der Community-Member, der uns das geschickt hat. Und Nerds on Site heißt die Firma. Ganz genau. So, gucken wir mal drauf. Hier, nerdsonsite.com. Können wir nochmal hier drauf gucken, wie das Ganze hier aussieht. Und zwar ist das eine Sache, wo sich Menschen versammelt haben, die total Bock drauf haben, Computer zu fixen quasi, ne? Und hier könnt ihr immer wieder durchlesen, was die alles drauf sind. Our Mission Statement zum Beispiel. Day by day, Nerds on Site is working to make itself a more enjoyable and effective partner of HO for traditional and emerging technology. Bla 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 bla. Also, for you noch zum Schluss, ja, das Wichtigste. Und da geht's halt so Sachen, da stellt ihr zum Beispiel vor, wie die Techniker zu euch hinkommen, ja? The Nerd Mobile haben die da. Moment. Hier zum Beispiel, da sehen Sie die Jungs hier, da haben wir hier, ja, schön das Nerdmobil drauf, ne? Und dann natürlich What We Offer und so weiter. Das heißt, das sind Leute, dass die echte Geeks sind und damit natürlich über eine unfassbare Kompetenz auf fast jeden Bereich, den sich ein Geek vornimmt, verfügt, weil, weißt du, wir Nerds, wenn wir was anfangen, dann machen wir es richtig. Und sind natürlich auch dementsprechend begehrt. Das soll auch richtig gut laufen bei denen. Wir haben natürlich auch noch ein paar lustige Clips. Und zwar kennt ihr ja sicher noch die ganz alten Rechner, hatten ja noch so eine Floppy-Disk, ja, also quasi noch nicht so ganz modern, wie wir es heute so kennen, mit Seagate und den ganzen Konsorten. Und zwar wird dann natürlich damit versucht, Musik zu machen in dem Clip, den wir gleich sehen werden. Bin mal gespannt, schauen wir mal rein, wie das denn da jetzt aussieht. Ich warte. Da haben wir ihn. Was könnte das wohl sein? Ist es Johann Sebastian Bach? Ist es die dritte Sinfonie von dem anderen? Nein, es ist Star Wars. Das Hauptthema des Imperiums, wenn ich mich nicht ganz irre. Wir haben natürlich noch andere Sachen zum Thema Video und da werfen wir auch gleich mal einen Blick drauf. Das ist nämlich sehr cool. Ah, ich muss kurz gucken, wie hier die Auflösung am besten ist. Und zwar wurde hier ein Video nur mit Windows 98 und Windows 2000 Sounds gemacht. Hört da mal rein, vielleicht hören wir schon was. Denn sowas ist immer ganz faszinierend. Achtung, da sollen wir gleich mal was haben. Okay, also wie gesagt, hier sollte eigentlich Musik kommen, aber das ist jetzt momentan nicht so schlimm. Wie gesagt, da gibt es ja immer wieder so Kompositionen, da gibt es immer Menschen, zum Beispiel, da gibt es dann noch so Super Mario Themes werden immer wieder gemacht mit dem Windows Media Player und so, also nur mit diesem Tool. Sehr beeindruckend, Links findet ihr später in den Comments, werde ich posten. Dann haben wir noch Fatal Error, ist natürlich immer ein Thema für Menschen, die sehr oft mit Computer, vor allem mit Windows zu kämpfen haben. Ich habe ja gehört, die Mac OS 10 Anhänger in unserem Hause sind immer sehr unbelastet, was Fehlermeldungen angeht. Und wir haben da jetzt natürlich den Lego Fatal Error. Und da werden wir gleich mal reingucken, wie das denn aussieht. Also Lego und Fehler, das passt eigentlich nicht zusammen. Werfen wir mal einen Blick drauf. So. Tja, also wenn ich jetzt gefragt werde, damals habe ich immer gesagt, Duplo ist cooler und nach dem Video hat sich das nicht geändert. So viel dazu und jetzt noch ein weiteres Clip und zwar natürlich Virus ist natürlich auch immer eine Sache, die sehr viele Menschen da beschäftigt und zwar geht es hier um einen Virus, in 3D sogar, wo mal das Leben eines Virus ein bisschen näher beschrieben wird. Schauen wir mal rein. So, werfen wir gleich mal einen Blick drauf, da bin ich jetzt selber sehr gespannt. Wie gesagt, ich gucke mir die Clips vorher nur selten an. So, das ist Herr Virus. Hallo, Herr Virus. Aha! Just what I was looking for. Infect that, infect these, infect the memory, and of course the hard drive. Ah! 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 Ah!
Ja, da wissen wir Bescheid. Also hier komplette Zerstörung durch einen Virus. Und ein Video müssen wir noch zeigen. Wie gesagt, bei Computertechnik gibt es nichts Lustiges als saure Menschen. Und da haben wir nochmal Angry Man on PC. 1000 Clips gibt es davon, aber einen will ich unbedingt noch in der Sendung haben. Also werfen wir da mal einen Blick rein. Und wenn uns noch 400 Nanosekunden bleiben, werfen wir noch einen Blick auf die Comments. Also hier der Clip. Das ist hier die Rache. Ja, war bestimmt ein XP-Rechner. Das hat sich immer am meisten gezickt. So, noch viele Grüße aus den Comments. Der Bayerische grüßt mich. Fred von Müma123. Müma123 grüße ich. Dann noch Xemilien grüße ich. Dann noch viele. Shirley grüße ich. Dark Shuriken grüße ich. WeGamer natürlich selbstverständlich. Nerdalert@giga.de. Könnt ihr natürlich eure Clips und Clips, Videos und Filme schicken. Und natürlich auch Screenshot und Links. Nerdalert@giga.de und www.giga.de natürlich fleißig eure Comments posten. Seid dabei. Wir sehen uns, das war's von mir. Auf Wiedersehen.